unsere Themen am Dienstag. Die neuen Pläne am Hauptbahnhof. Cottbus, letzter Bundeswehrstandort. Und LTV to go. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Pendler, die täglich vom Cottbuser Hauptbahnhof abfahren, beschweren sich schon lange. Es gibt einfach zu wenig neue Parkplätze und Fahrradständer. Zwar wurde schon vor dem Umbau der Park-and-Ride-Parkplatz eröffnet und zusätzliche Stellflächen auf der Nordseite geschaffen, doch die reichen einfach nicht mehr aus. Da muss dringend nachgebessert werden. So sehen es auch die neuen Pläne aus dem Rathaus vor. Am Cottbusser Hauptbahnhof sollen zusätzliche Parkplätze geschaffen werden. Diese entstehen direkt neben dem schon bereits bestehenden Parkplatz West. Auf einer bisher für Busse genutzten Stellfläche sollen 45 neue Parkplätze entstehen. Weil es hat sich gezeigt, dass mit der Einrichtung der Anwohnerparkzone in der Spremberger Straße, speziell zwischen Karl-Thiem-Klinikum und dem Hauptbahnhof, doch sich der Bedarf sozusagen in Richtung Bahnhof verschiebt und dadurch der Parkplatz West oder der am Wasserturm stark frequentiert ist. Mit Fertigstellung des neuen Verkehrsknotens im Herbst sind dann insgesamt 80 Kurzparkplätze auf der Ostseite sowie 390 Parkplätze im Westen verfügbar. Hinzu kommen 150 Stellflächen auf der Nordseite Höhe Spreewaldbahnhof. Aber auch an die Fahrradpendler wurde gedacht. Die Stadt reagiert damit auf den zunehmenden Fahrradverkehr zum Bahnhof. Und deswegen haben wir geschaut oder sind dabei zu überprüfen, wie die neuen Fahrradstellplätze an der Südseite des Bahnhofs, also am Haupteingang zum Bahnhof, bereits zeitiger genutzt werden können, als der Verkehrsknoten insgesamt in Betrieb gehen wird. Da gibt es noch ein paar Detailkontrollen, Teilprüfungen, damit die Fahrradfahrer auch gefahrlos zu diesen Stellflächen kommen können. Und sobald das alles geregelt ist, wollen wir die zeitiger in Betrieb nehmen, damit sie auch zur Verfügung stehen. Auch auf der Nordseite wird über eine Erweiterung der Fahrradstellflächen nachgedacht. Ebenfalls ist dort ein neuer Pkw-Parkplatz für die Jahre nach 2021 geplant. Auch wenn die Cottbusser nicht wirklich viel davon mitbekommen, in der Stadt gibt es einen Bundeswehrstützpunkt. Einige sind jetzt vielleicht überrascht, manch einer hat schon davon gehört, aber es wieder vergessen. Er befindet sich im Norden. Doch wer jetzt denkt, dort stehen Panzer und Soldaten werden ausgebildet, der irrt. Viele Cottbusser fahren hier täglich vorbei, ohne zu wissen, dass hinter Stacheldraht und Kasernenmauern eigentlich Prüflabore der Bundeswehr liegen. Lutz Lehmann arbeitet hier seit knapp 25 Jahren. Gerade überprüft er Drehmomentschlüssel. Die landen aus ganz Deutschland auf seinem Labortisch. Die Schlüssel haben ein Ablaufdatum. Nach 6 bis maximal 12 Monaten müssen sie quasi zur Kontrolluntersuchung. Der Schlüssel wird jetzt auf den höchsten Wert vorbelastet. Ich habe den auf 200 Newtonmeter eingestellt und durch Drehen der Kurbel bewegen wir die Messdose und sehen, dass dieser Wert dann hochfährt bis auf knapp 200 und dann löst der Schlüssel aus und dann ist dieser Punkt, den man jetzt sieht, bei 200, knapp bei 200. Ist nicht ganz 200, wir haben jetzt 197, ist aber innerhalb der Toleranz von 1,2%. 4% Abweichung darf er haben. Also ist dieser Schlüssel im oberen Bereich jetzt voll drin. Dann wird dafür ein Kalibrierschein erzeugt, wo sämtliche Messwerte und die Grunddaten vom Schlüssel enthalten sind, die dann der Nutzer bekommt, damit er praktisch die netten Messwerte nachvollziehen kann. Das ist relativ auch verantwortungsvoll, weil das ja auch in der Luftfahrttechnik angewandt wird und da muss man schon sehr gewissenhaft arbeiten.
Besteht ein Schlüssel den Test nicht, muss Lutz Lehmann ihn reparieren. Ein zuverlässiges Werkzeug kann Menschenleben retten. Das Regionallabor 4 ist dem Kalibrierzentrum der Bundeswehr unterstellt. Hier überprüfen die Techniker Werkzeuge und vor allem auch Messgeräte aus ganz Deutschland. Gestern hat das Regionallabor 4 50-jähriges Bestehen gefeiert. Entstanden ist es nämlich zu DDR-Zeiten. Damals gehörte es noch zur Nationalen Volksarmee. Es gibt ihn seit dem 1. Juli 1969 hier. Nicht hier, sondern damals hat man angefangen auf dem Flugplatz. Die Idee kam eigentlich von unten heraus, dass irgendwann mal jemand gesagt hat, Mensch, unsere Mess- und Prüfgeräte müssten doch mal überprüft werden, wenn wir da damit flugsicherheitsrelevantes Material prüfen bzw. instand setzen. Und dann haben sich findige Ingenieure und Techniker zusammengesetzt und haben entsprechend diesen Kalibrierbedarf überhaupt erst entdeckt, bis zum Ministerium getragen. Und dann kam am 1.7.69 eben der Auftrag, hier solch eine Einrichtung aufzubauen. Größter Standort des Kalibrierzentrums ist in Mechernich in der Eifel. Im Regionallabor 4 arbeiten etwa 50 Personen. Cottbus ist damit der größte Außenstandort. Und auch der einzige Standort außerhalb von Mechernich, wo wir verschiedene Parametergruppen, also sowohl physikalische als auch elektronische Parameter, abbilden. Und er hat im Prinzip einige sehr wichtige, für die Luftfahrt sehr wichtige Parameter und dementsprechend halt auch einen sehr hohen Stellenwert. In Cottbus gibt es übrigens auch ein mobiles Prüfteam. Das ist dann im Einsatz, wenn Messgeräte zu schwer zum Verschicken sind. Mit dem Mobil und dem Regionallabor sind Mess- und Prüfmittel der Bundeswehr immer in gutem Zustand. In Cottbus-Sachsendorf hat ein Spezialeinsatzkommando heute Morgen eine Wohnung gestürmt. In der Hölderlinstraße wurde ein 38-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Er ist polizeilich bekannt und hat angedroht, in naher Zukunft mehrere gewaltsame Straftaten durchzuführen. Einen weiteren Einsatz hat es in Neuschmelwitz gegeben. Auf einem Spielplatz in der Neuen Straße haben sich gestern Abend Kinder gestritten. Ein Erwachsener ist eingeschritten und hat einem 11-jährigen Jungen eine Ohrfeige gegeben. Auch hier ermittelt die Polizei. Mehr Nachrichten bekommen Sie kurz und kompakt im Überblick. Zum Großteil beschäftigt uns da die anhaltende Trockenheit. Hitzerekord in Brandenburg. Der diesjährige Juni war in der Mark der wärmste und sonnenreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Laut dem Deutschen Wetterdienst wurden im Land durchschnittlich 22 Grad gemessen und 350 Sonnenstunden gezählt. Damit war Brandenburg gemeinsam mit Berlin das wärmste und sonnigste Bundesland in ganz Deutschland. Im Dorf Koschen bei Guben wurde am vergangenen Mittwoch sogar der bisherige Juni-Rekord gebrochen. 38,6 Grad Celsius, so heiß war es im Land Brandenburg noch nie. Wetterexperten prognostizieren, dass der Juni ähnlich heiß werden könnte. Wasser für die Lausitz. Die LEAG leistet in der derzeitigen Trockenperiode einen wesentlichen Beitrag zum Wasserhaushalt in der Region. So fließt die Spree derzeit mit bis zu 60% Grubenwasser. Rund 270.000 Tiefbrunnen im Lausitzer Kohlerevier fördern täglich ca. 1 Million Kubikmeter Grundwasser. Damit sorgt das Bergbauunternehmen trotz anhaltender Trockenheit dafür, dass Industrie und Kommunen mit ausreichend Wasser versorgt werden. Laut der LEAG ist auch der Flutungsplan für den zukünftigen Cottbusser Ostsee nicht in Gefahr. Das Unternehmen ist sich sicher, dass sich der See 2025 in seiner ganzen Größe zeigen wird. Der nächste geht. Der langjährige Physiotherapeut Oliver Krautz hat den FC Energie am Wochenende verlassen. Er wird künftig einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen. Einhergehend mit den notwendigen Einsparmaßnahmen im Verein verlässt Oliver Krautz auf eigenen Wunsch den FCE. Seine Familie sowie die folgende Selbstständigkeit werden fortan seine meiste Aufmerksamkeit bekommen. Doch der Minister, wie Oliver Krautz im Funktionsteam auch genannt wurde, wird dem Verein auch weiterhin beiseite stehen. Einige Familien in Groß-Gaglow könnten ihre Grundstücke verlieren. Doch es gibt Hoffnung. Im Konflikt zwischen ihnen und der Jewish Claims Conference, ein Zusammenschluss jüdischer Organisationen, will die Staatskanzlei vermitteln. So soll es ein Schlichtungsverfahren geben. Der frühere Präsident des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, Jürgen Kipp, wird das leiten. Konkret geht es um 4 Grundstücke, die früher einer jüdischen Siedlungsgemeinschaft gehört haben. Durch die Bescheide des Bundesamtes für offene Vermögensfragen sollen die Grundstücke rückübertragen werden.
Die Zeitung aufschlagen, Radio hören oder Fernseh schauen. Darüber wurden jahrzehntelang ausschließlich die Nachrichten verbreitet. Inzwischen hat sich das geändert. Viele informieren sich online bei Facebook, Instagram und Co. Kein Problem, denn wir mischen dort natürlich auch mit. Täglich sind wir für euch unterwegs. Aber LTV gibt es nicht mehr nur auf dem Fernseher von der Couch aus zu sehen. Auf Facebook und Instagram posten wir die neuesten Themen des Tages. Ganz bestimmte Beiträge könnt ihr zusätzlich auf Facebook sehen. Blicke hinter die Kulissen und Zusatzinfos von den Drehs gibt es in den Stories auf Instagram. Auf den Social Media Plattformen könnt ihr auch gleich euer Feedback schreiben. So machen das schon über 12.000 Follower. Über WhatsApp schicken wir außerdem immer wieder die schnellsten Infos direkt auf euer Smartphone. So seid ihr auch unterwegs immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine wichtigen Informationen. Wenn ihr ein Teil des WhatsApp-Verteilers werden wollt, sendet einfach eine Nachricht mit "Bin dabei" an 0171 2307076. Wer also die schnellsten News aus Cottbus möchte, sehen will, wen wir beim Drehen alles so treffen und darüber hinaus unsere Beiträge kommentieren will, der sollte uns auf unseren Social-Media-Accounts folgen und natürlich liken nicht vergessen. Wer an der Flaniermeile in Cottbus entlang geht, hat es garantiert schon bemerkt. Viele Blumen verschönern aktuell den Schandfleck. Eine Aktion von der Bürgerinitiative Schönes Cottbus. Wir gehen morgen noch einmal darauf ein. Ich freue mich schon auf Sie. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Abend. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Die Nacht wird sternenklar und wieder angenehm. Es geht auf 16 Grad runter. Durchatmen ist auch morgen angesagt. Sonne und Wolken gibt es im Mix. Es wird ebenfalls etwas windig. Das Ganze bei 23 Grad. Der Donnerstag startet anfangs bedeckt. Aber keine Angst, die Sonne kommt gegen Mittag raus. Ab und an zieht es sich dann wieder zu. Das Thermometer steigt auf 21 Grad an. Sich geborgen fühlen, gut aufgehoben sein, den Kopf frei haben für das Leben. Der Wunsch nach Sicherheit steckt tief in uns drin. Er ist ein menschliches Grundbedürfnis. Deshalb tun wir bei DEKRA alles dafür, dass unsere Welt sicherer wird. Wir setzen unser jahrzehntelanges Know-how ein, unsere ganze Erfahrung und bauen so jeden Tag aufs Neue Vertrauen auf. In unseren Alltag. Unsere Mobilität, unsere Arbeitsplätze, in unser ganzes Leben. Das lässt sich nur erreichen, wenn man Sicherheit nicht nur im Blick, sondern auch im Herzen hat.
wenn man Technologien, Standards und Richtlinien sinnvoll zusammenspielen lässt. Wenn man sein Wissen weitergibt, das Verhalten schult und Bewusstsein schafft und Sicherheit immer wieder neu denkt. Für die Mobilität der Zukunft, für Autos, die zuverlässig selbst fahren, für unser angestrebtes Ziel 2050, Vision Zero. Eine Zukunft ohne Verkehrstote. Wir nehmen die Arbeitssicherheit in die Hand, indem wir für optimale Rahmenbedingungen bei der Mensch-Roboter-Kooperation sorgen. Für mehr Sicherheit und immer weniger Arbeitsunfälle. Wir sorgen für die Kontrolle von Emissionen, damit die Umwelt wirkungsvoll geschützt wird und die Menschen in Großstädten sicher durchatmen können. Wer könnte das besser leisten als ein Partner, der seit mehr als 90 Jahren dabei ist, dem Menschen auf 5 Kontinenten in mehr als 50 Ländern ihr Vertrauen schenken, der hier genauso an ihrer Seite ist wie am anderen Ende der Welt, der Sicherheit mit der Kompetenz von 44.000 anerkannten Experten vordenkt. Deshalb können Sie sich heute absolut auf uns verlassen. Wie auch bei allem, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Wir sind für Sie da. Wir sind Ihr globaler Partner für eine sichere Welt. Im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause.